Zahlreiche deutsche Firmen und deren Mitarbeiter fanden ihren Weg nach Ungarn und haben ihren Beitrag zum Gelingen der Umgestaltung Ungarns geleistet. Die gute Zusammenarbeit zwischen den deutschen und ungarischen Unternehmern und die traditionelle Freundschaft zwischen unseren Ländern, eingebettet in die europäische Integration, haben zu diesem Erfolg beigetragen. Die deutsch-ungarischen Wirtschaftsbeziehungen sind außerordentlich eng und intensiv. So war es für den Deutschen Wirtschaftsclub eine besondere Freude und Ehre, dass sich eine führende politische Persönlichkeit sofort bereit erklärt hat, die Schirmherrschaft für unseren Ball zu übernehmen. Herr Minister Zoltán Balogh hat in den vergangenen Jahren die deutsch-ungarische Zusammenarbeit immens gefördert und unterstützt. Und nun nicht zuletzt hierfür, sowie für sein herausragendes soziales Engagement für Menschen- und Minderheitenrechte, wurde ihm vor genau einem Jahr von Bundespräsident Gauck für seine Verdienste das Große Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband verliehen. Sehr geehrter Herr Minister, darf ich Sie nun bitten, zu mir auf die Bühne zu kommen. Was eine besondere Pflege bei einem Trabi sein kann, darüber haben Sie vielleicht auch schon einige Erfahrungen, zumindest die Ungarn unter uns ganz bestimmt. Heute werden diese Beziehungen weniger von Trabi gepflegt als von Audi und Mercedes. Deutsche und Deutschland werden in vielen Teilen der Welt sehr geehrt und geschätzt, manchmal auch gefürchtet, aber so richtig gemocht werden sie in Ungarn. Und das ist, glaube ich, dieser wichtige persönliche Plus, was wir zu den Wirtschaftsbeziehungen hin tun können, zu den politischen Beziehungen hin tun können. Und das ist eben das Geheimnis auch mancher Wirtschaftsbeziehungen. Ich glaube, Sie kennen das. Wenn hinter einer Sache nicht Personen stehen und auch dafür gerade stehen, was sie machen, mit Verantwortung und auch mit Liebe, das wird dann auf lange Sicht bestimmt nicht gedeihen. Die 10 Jahre EU-Mitgliedschaft ein Grund zum Feiern, aber auch eine Möglichkeit zur Reflexion der bisher beschrittenen Wege sei. Im 20. Jahrhundert habe Europa viel durchlebt, 2 Weltkriege und 2 totalitäre Systeme. Europa wurde geografisch und ideologisch zweigeteilt. Wir wissen, dass mit 10 neuen Mitgliedstaaten neue Herausforderungen entstehen. Die heutige EU habe nicht mehr viel mit der europäischen Gemeinschaft zu Zeiten Konrad Adenauer zu tun. Zahlreiche Wanderungen kämen auf die Europäische Union zu. Europa müsse eine neue Form der Zusammenarbeit finden. Dass die großen Mitgliedsländer die Probleme der EU nicht allein lösen können, dies sei nur zusammen zu erreichen. Vielen Dank für Ihr Verständnis, Vertrauen und Solidarität. Meine Damen und Herren, dieser Ball des Deutschen Wirtschaftsclubs offeriert eine gute Gelegenheit, unsere Dankbarkeit wieder zu äußern, unsere historische Freundschaft weiter zu stärken mit unserem wichtigsten Partner in Europa, Deutschland. Lieber Leslie, ich bitte dich, zu mir auf die Bühne zu kommen.
Und ich bin der Deutsche Wirtschaftsclub sehr dankbar dafür, dass sie einfach eine laute Stimme sind. Eine laute Stimme in dem Sinne, dass wir in Deutschland Verständnis dafür immer mehr aufbringen sollten, vielleicht auch in den Medien, auch in der geschriebenen oder veröffentlichten Wort, was für wichtige Rolle die Ungarn eigentlich bei der Grenzöffnung innehatten. Meine Damen und Herren, wir feiern in diesem Oktober den 25. Jahrestag der Mauerfall. Das hat hier angefangen. Wir sehen den Deutschen Wirtschaftsclub als die Kommunikationsplattform für deutschsprachige Unternehmen, die hier in Ungarn Wirtschaft treiben, ein Dialogforum, eine Plattform, die sehr an Dynamik gewonnen hat. Man muss es auch sagen, im letzten Jahr, seit der Herr Ahne diese Führung hier übernommen hat, das ist zu sagen. Zum anderen bietet diese Plattform auch immer wieder Möglichkeit, zu ungarischen Unternehmen Kontakt aufzunehmen, sich auszutauschen und zu hochrangigen Vertretern der ungarischen Regierung einen Dialog zu finden. Herr Minister, Herr Minister, bitteschön. No sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Leslie? Die Schmiedidee, die Rosa Emmanuel. Also ich habe die Herren nicht bestochen bei mir am Tisch. Was mit dem, wir wissen nicht von dort, der Tisch kann was nehmen. Köszönjük szépen. Eigentlich kriege ich ja auch irgendwie drei Rosen, oder? Ja. Nein, das gibt's nicht. Keine Absprache. Ain't no sunshine when she's gone. Send my babies gone to the Lord. Ich hab nem lehet. Nein, nicht für mich. Nein, du kannst nicht für mich. I know. Sit, I know. Sit, I know. Megvan tehát a harmadik helyezettünk. Egy gyönyörű nyári hölgy, Pajor Judit lett tehát a második helyezett, és első helyezett pedig Emma.